Aber für wen sind QI-Hotels eigentlich interessant? Egal ob Familien, Paare, Alleinreisende oder Singles, für jeden ist das passende QI-Hotel dabei. QI verbindet alle Dinge, die uns im Urlaub wichtig sind. Die Gäste können ihren Alltag vergessen, ohne auf seine schönen Dinge verzichten zu müssen. Die Leute können neue Menschen kennenlernen oder sich genauso gut zurückziehen, aber auch mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben. Uns war es wichtig, mit QI etwas ganz Besonderes zu schaffen. QI Hotels erkennt jeder und auf seine Leistungen kann man sich verlassen. Ist das nicht, wonach wir alle suchen? Finde ich, klingt auf jeden Fall super. Ich finde, sie sehen auch sehr, sehr schön aus. Wie viele Häuser gibt es denn da bisher? Da haben wir jetzt 10 Häuser im Programm. 8 davon sind bei ITS buchbar, 1 bei Jahrenreisen und 1 markenübergreifend bei Jahrenreisen und ITS. Ja, die haben insgesamt 3 bis 5 Sterne und liegen in 6 verschiedenen Ländern. Darunter zählen Bulgarien, Griechenland, Tunesien, die Türkei, Ägypten und natürlich Spanien. Alles Häuser, die schon immer beliebt waren bei unseren Gästen und über eine hohe Weiterempfehlungsrate verfügen. Jetzt über den Winter werden die umgestylt und erstrahlen im Sommer in neuem Glanz. Das heißt, man kann sagen, dass die Häuser jetzt auf einen veränderten Gästegeschmack verändert wurden, ja? Ganz genau, auf den Kunden, der Urlaub in einer lässigen, entspannten Atmosphäre verbringen möchte. Okay, also für mich ist ja immer wichtig, ne? WLAN muss es sein, kostenlos, wenn möglich, und dann sollte es auch noch schnell sein. Ist das bei QI Hotels der Fall? Jetzt hast du mir alles vorweggenommen, das ist absolut richtig. In der gesamten Hotelanlage gibt es bei uns Internet, kostenfrei und in Highspeed. Tablet-PCs und Docking-Stations können ausgeliehen werden an der Rezeption und auf den meisten Zimmern gibt es auch passende Anschlüsse. Aber auch sonst passt alles. In den stylischen QI-Bistros, in denen es übrigens leichte, schmackhafte, saisonale Gastronomie gibt, treffen sich auch die Menschen, da kommen sie zusammen, es ist sozusagen der Hotspot, wo man sich austauscht. Relax-Zonen, Chill-Out-Bereiche und Erwachsenen-Pools runden das ganze Angebot ab. Aber was ich persönlich ganz toll finde, sind die speziellen Serviceleistungen, wie zum Beispiel Obst am Pool. Du hast schon angesprochen, du wirst wahrscheinlich in diesen ganzen verschiedenen QI-Hotels, die es ja auf der ganzen Welt gibt, wirst du Urlaub machen, da kann man dich antreffen. Wie sieht es denn mit Deutschland aus? Machst du auch in Deutschland Urlaub? Ja, kommt eher selten vor, aber man soll ja nie sagen, vor allem, wenn wir uns die Neuigkeiten von Manuel anhören. Dann erstmal vielen Dank, Amelie. Danke an dich.